Hallo Leute, wir befinden uns heute im Zillertal in Stumm im Restaurant Gutes Essen, wo wir heute mal was Veganes kochen werden. Seit ich vegan bin, wird mir ständig gesagt, man kann da nichts mehr essen. Doch das ist ein Vorurteil. Und mit diesem Vorurteil möchte ich jetzt aufräumen. Denn vegan geht doch. Hallo Peter. Hallo Lukas. Jetzt freut mich. Ja, passt toll. Es freut mich, dass ich heute bei dir sein darf. Was machen wir dann heute so? Ich dachte so, wir machen das passend zur Jahreszeit natürlich. Bei mir außen im Garten wird jetzt schon geerntet. Dann ist das Zeug schon hergerichtet. Also mit seinem Startklo, dann lassen wir uns überraschen. Dann kommt es mal mit, dann sage ich es. So, was hast du uns dann Schönes hier gezaubert? Also mitgebracht habe ich was Alltägliches, was eigentlich viele schon im Garten selber besitzen. Das ist natürlich das Topinambur. Topinambur gibt es natürlich in verschiedensten Varianten. Also sprich, wir haben zum Beispiel vier verschiedene Sorten schon draußen. Das ist jetzt das normale weiße Topinambur. Das werden wir verwenden und werden daraus ein mehr oder weniger Püree draus machen und auch die ganzen Formen werden. Es kommt aus Afrika, glaube ich, oder? Topinambur? Ja, ursprünglich kommt es aus Afrika, ist aber bei uns schon beheimatet für seit sicher schon seit 300 Jahren oder 400 Jahren. Das wächst wie ein Sonnenblumengewächs, ist ja ein Sonnenblumengewächs, also sprich wie eine Sonnenblume. Hat kleine Blüten, macht es ähnlich ausschauen wie Sonnenblume. Man kann die natürlich genauso verwenden, das macht man dann beim Anrichten. Dann geht es weiter, dann verwenden wir eine alltägliche Geschichte, die du schon überall kriegst. Das ist ein Kürbis, ein Hokkaido-Kürbis, von unserem Feld natürlich. Dann etwas, was natürlich man nicht überall bekommt, ist natürlich der Knollensis. Das ist auch die japanische Kartoffel genannt oder chinesische Artischocken nennen sie sich auch. Sie ist in den 50er Jahren, 20er Jahren. Schaut ja fast aus wie eine Raupe quasi. Genau, also ja. Für einen Veganer natürlich abschreckend. Aber ich, wie gesagt, es ist halt sehr viele Nährstoffe. Also ähnlichen Birnen, ähnlichen Geschmack, ist sehr hart von der Konsistenz. Wenn es jetzt verarbeitet, denkst du eigentlich, soll es fertig kochen oder ganz oder soll es eher noch knackig lassen? Wir lassen es knackig, es soll einen Biss haben, das Ganze. Man soll nicht alles tot kochen, das ist das Wichtigste überhaupt. Dann als nächstes verwenden wir, das wird es wahrscheinlich nirgendwo bekommen, das ist eigentlich sehr, sehr schwer zu kriegen, das ist ein Kerlrübchen, das ist eine alte Gemüsesorte, wurde bei uns genauso früher angebaut, gibt es jetzt natürlich bei uns fast nirgendwo, da findest du es ganz selten, haben wir einen extremen Kilopreis, wenn du sie kaufen willst, also zum Kaufen natürlich nicht so lustig. Für mich, da im Restaurant, da kriegt sie die Sachen. Dann werden wir uns einen Crumble machen. Und zwar für den Crumble verwende ich Bio-Haselnüsse, dann habe ich einen gebackenen Bio-Quinoa dabei. Dann brauchen wir dazu noch ein bisschen eine margarineartige Pflanze, auf pflanzlicher Basis natürlich Margarine, mit der wir den Crumble nutzen machen. Dann habe ich jetzt noch hergerichtet von mir selber einen Gemüsefond natürlich. Beim Gemüsefond kann man variieren, so wird man Suppen, einfach alle möglichen Gemüsesorten zu einem also einreduzierten Sud kochen. Dann habe ich noch eine Quitte. Quitten sind bei uns beheimatet, wurde natürlich vergessen, ein bisschen ist in Vergessenheit geworden, weil sie so schwer oder easy ist, jetzt nicht schwer zu bauen, aber manche mögen das halt nicht, weil sie so eine flaumige Haut teilweise auch drauf haben. Wenn man sie so sieht, muss die quasi ein bisschen abreiben oder genau, so. Genau, ich habe sie da jetzt abgerieben, deswegen sieht man jetzt von der Flaum nicht mehr viel. Und dann schält man sie und dann kann man sie verwenden wie eine Birne oder wie ein Apfel. Dann zu guter Letzt, auch zum Teil noch das klassische Zwiebel, das ist ein Knoblauch. Das haben wir natürlich auch noch. Und dann, was ich noch verwende, ist von uns aus dem Garten aus einen Kreuzkümmel. Also eine Kreuzkümmel. Das ist eine Blume oder was ist das? Ist das genau in der Urform? In der Urform ist eine Blüte, eine Blume, die macht dann, bildet dann einen Samenstamm. Das ist auf den ganzen Blütenkopf bei den Samenstamm und da tut man die ganzen kleinen Körner rauspullen. Mehr oder weniger. Ja. Wo sind wir schon hergerichtet? Wir müssen ein bisschen tricksen und mich erinnern, da sind wir ein bisschen lang unterwegs. Das ist zwar ein Birnenmus. Birnenmus ist nichts anderes als frische Birnen. Ein bisschen Weißwein ist drinnen, Zucker ist drinnen, Bio-Rohrzucker natürlich, ich verwende keinen normalen Zucker. Dann habe ich Vanille drinnen, ein bisschen Zimt, ein bisschen Nelken, der Zimt. Dann habe ich mir schon gerichtet, weil das auch ein bisschen länger vorgeht, eine Soße aus Topinambur und Mohn. Das Graumohn. Mit dem Ganzen werden wir dann das ganze Gericht verfolgen. Ein Mohn ist ja auch so eine richtig urige österreichische Pflanze eigentlich. Genau. Was eigentlich die wenigen, das ist die wenigsten, die meisten kennen sie in Mehlspeisen oder verwenden sie in Mehlspeisen. Man kann sie genau so
sind wir bei Hauptspeisen und genauso bei normalen Gerichten verwendet und dementsprechend verschiedene Sachen ineinander. Das war was ganz was Wichtiges. Also, wir legen jetzt los, dann die Song. So, dann haben wir jetzt alles geschnitten. Was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes, also jetzt legen wir los mit dem Püree, weil das dauert natürlich am längsten. Ein Topping am Burg, quitten Püree wird das Ganze jetzt. Dann mal einfach ein kalt gepresstes Olivenöl erhitzen. Olivenöl sollte man natürlich nicht zu extrem heiß machen, aber es ist leider eigentlich eine relativ gute Hitze. Dann habe ich da jetzt ein bisschen Knoblauch und eine Zwiebel. Wenn man jetzt zuerst ein bisschen anspitzen natürlich für das Ganze. Und leicht von der Stärke der Hitze das umschwitzen. Dann kann man das Ganze dann aufgießen mit ein bisschen Gemüseform, mit ein bisschen Weißwein. Topinambur in der ungeschälten Version. Topinambur sollte man eigentlich nicht schälen. Also natürlich ist es schöner, wenn man schält, man hat ein schönes weißes Püree. So kriegt man natürlich nicht so ein schönes weißes Püree zusammen. Aber der Grund dafür ist, dass viele Inhaltsstoffe in der Schule drinnen sind. Das heißt, gerade für Veganer sehr interessant, weil viele Vitamine, Eisen und solche Geschichten einfach in der Schule drinnen sind. Ganz genau. Also das ist mit einer kleinen Bitternote beinhaltet, weil die Schule natürlich ein bisschen Bitternoten drinnen hat oder Bitterstoffe drinnen hat. Aber mit Kochen kriegst du das ganz gut weg, wenn jetzt so wie mir da ein Püree draus machen. Die schwitzen es einfach scharf hoch ein bisschen und dann löscht man das Ganze ab. Und dann lasst man es köcheln die ganze Zeit. Der Kürbis, den wir einfach eine Pfanne erhitzen mit einem Olivenöl. Und dann können wir wirklich nur ein bisschen salzen, den Kürbis vorher. Das ist ein bisschen gleich einziges Salz. Beide Seiten. Ich verwende natürlich nur Salz aus unserer Gegend. Das heißt, unjodiert Salz quasi. Also, weil das ist ja eigentlich die gesündere Variante war für uns. Ja. Wir lernen allen dazu. Ja, so. Nein, das ist. Also, das unjodierte Salz ist ja ganz gut für den Blutdruck quasi. Okay. Wissen viele Leute natürlich nicht, gell? Richten wir gleich her einmal. Wir haben auch wieder eine Pfandel rein, ein bisschen Olivenöl. Natürlich kann man sich da ausspinnen, auch. Man kann das hergehen, weil es natürlich nussige Aromen reinbringen willst, das sagst du schon, nimmst ein Nussöl oder was in der Richtung, kann man den auch so machen. Aber ich finde jetzt am neutralsten, am meisten vom Produkt merke ich natürlich, wenn ich jetzt genau nicht nur laue, weil man noch nicht so viel Eigengeschmack des Öl hat. Dann habe ich da jetzt einfach ein bisschen Salz, ein bisschen Zwiebel und ein bisschen Knoblauch reinigen. Und dann reiben wir das Kerbelrübchen und ein bisschen von einem Bohren Schein, weil man das ja schön als gar nicht nur oben drauf und als knackiges Gemüse oben drauf machen will. Jetzt nehmen wir schon den Kerbelrübchen dazugeben, die Scheibe. Das will ich nicht ganz dort kochen, sondern das will ich leicht sortieren. So, für das leicht angeschwitzte Kerbelrübchen und Topinambur. Das darf nicht zu lange. Das lassen wir jetzt wirklich so, dann sind Zeiten. Und kurz bevor man es anrichten, dann hitzen wir es nochmal gescheit auf. Dann hat es noch die gescheite Knackigkeit. In der Zwischenzeit richte ich mir meinen Crumble her. Mehr oder weniger. Dann braucht man das, die Margarine, die wir da rein sehen, pflanzlicher. Ist das eine Sonnenblumenmargarine oder was ist das? Also da sind jetzt drei verschiedene Sachen drinnen. Da ist eine Sonnenblume drinnen, da ist ein bisschen Kokosfett drinnen und ein bisschen Rapsfett. Okay, also sehr viele verschiedene Fette auch quasi. Genau. Und das ist eigentlich wichtig, dass der Veganer genauso die Fettstoffe zu sich nimmt, die der Schicht nicht kriegt, weil er keine Milchprodukte in Verwendung hat, meines Erachtens jetzt. Deswegen verwende ich es genauso bei einem Crumblet. Und es soll ja ein bisschen was Knackiges genauso zu der ganzen Geschichte sein und nicht nur
so wie jetzt einmal dort gekochtes Gemüse, so wie es bei einem Püree dann der Fall ist. Ja. Oder wie viele das betiteln würde, obwohl ich ein Püree-Fan bin und ich das auch wichtig finde, es soll cremig sein, es soll knackig sein, es soll alle Komponenten vorhanden sein, also genau so ein bisschen was Festeres, meines Erachtens jetzt. Da hinten den Kürbis, man sieht es immer gleich, der Fall wird schon ein bisschen Farbe kriegen auf der Seite, das drehen wir mal um. Mhm. Den brauche ich dort kochen, das ist auch schon, dass die Leute alle... Es heißt da der Mitte einfach nur ein bisschen knackig, dass genau. Er... Genau. Sollte jetzt nicht, natürlich darf es jetzt nicht komplett roh sein, das sollte jetzt nicht, der Kürbis sollte man schon verarbeiteter essen und nicht roh essen. Mhm. Weil das nicht für die Verdauung ganz schwierig ist. Ja. Also das heißt, so quasi wie Nudeln al dente. Genau, ich will es leider so ein bisschen al dente haben, dass das Ganze einfach... eine Knackigkeit da drin hat ein Gericht. Mhm. Oder dementsprechend gut. Was ich jetzt aber schon tue, ist, dass ich gleich ein bisschen Pfeffer drüber gebe. Und der Pfeffer zieht immer jetzt ein bisschen ein. Und jetzt so kommt auch der Schwarzkümmel ein bisschen zum Einsatz. Mhm. Und jetzt der Schwarzkümmel ein bisschen rein. Den strahlt man quasi wie so an. Wenn man jetzt sagt, man tut eine Prise Pfeffer drüber, genau. So in die Richtung, tut man das drüber dann. Ganz genau, Schwarzkümmel und aus dem Grund, damit das ganze Gericht ein bisschen leichter verdaulicher wird. Weil natürlich haben wir da jetzt alle nullen Gemüsegeschichten, die was für den Körper, wenn es jetzt nicht gewohnt ist, ein bisschen schwerer verdaulich ist. Mhm. Sag jetzt einmal. Also viele haben natürlich auch ein Problem damit, wenn die jetzt zu viel von, sag jetzt einmal, von Topinambur essen, ja, dann. Ist nicht schön. Ist nicht so fein, vielleicht dementsprechend aufs Klo springen muss, so muss es immer so. Aber wie gesagt, wenn du es jetzt in der verkochten Version, so wie wir es jetzt machen, als Püree machst, und natürlich nicht zu viel ist, das Ganze eine Harmonie entsteht zwischen den anderen Gemüsegeschichten, die wir jetzt dabei haben, oft ist das genauso verdaulich wie jedes andere Gericht. Mhm. Und wir brauchen, und das wird es auch sehen, wir machen jetzt ein schönes Gericht, wo man dazu eigentlich nichts braucht. Sag jetzt einmal, was tierisch ist. Was auch die halben nicht wissen, dass es eigentlich auf veganer Basis schon einiges passiert. Und alle glauben immer, wenn sie den Ausdruck vegan hören, hoppala, das kann ich jetzt nicht essen. Genau. Das ist ja komplett. Genau. Und das Denken muss ein bisschen wieder stattfinden, dass die Leute kapieren, das ist ja nicht es, so. Es gibt ja wirklich mittlerweile viele Produkte, was man ersetzen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kuchen mache, ich brauche da nicht unbedingt ein Ei. Richtig. Das kann ich auch anderweitig lösen. Genau. Als nächstes gebe ich jetzt bei den, für den Crumble die Haselnüsse dazu, damit wir die ein bisschen Farbe nehmen. Ich lasse da einfach so bei mittlerer Hitze da ein bisschen Farbe kriegen, dass es ein schöner Crumble wird. So, beim Gemüse schauen wir mal, wie wir also beim Püree. Es wird noch ein bisschen dauern. Das dauert jetzt schon noch also 5-6 Minuten, wird es noch dauern. Dann können wir es mixen, dann sind wir eh schon so weit fast. Haben wir jetzt den Quinoa und die Haselnüsse mit einer Biomargarine da rein reduziert. Und jetzt gebe ich einfach ganz noch ein bisschen mit Petersilie verfeinern. Und dann gebe ich ein bisschen Salz und Pfeffer dazu und dann ist das praktisch schon fertig. Jetzt schon haben wir aber was Schleimschicht dabei. Dann schieben wir das auch auf. Also der Knollen ziehst, so wie wir es vorher besprochen haben, es ist eigentlich ein Gemüse, das hat natürlich nicht so einen extremen Eigengeschmack, sondern es hat eigentlich einen leichten, birnigen, nussigen Geschmack. Ja, ist eher hart, wenn man es jetzt so roh isst, kann man genauso roh verwenden. Ich tue es leider ein bisschen anbraten, das ist alles, also sortieren in einer Pfanne. Und dann einfach mit Salz, Pfeffer und zum Schluss auch noch mit der Petersilie abschmecken, fertig. Ja. So, beim Püree schaut es eigentlich ganz gut aus. Das schaut eigentlich so aus, dass es ganz gut, also warm gekocht ist. Jetzt koche ich noch mal ein bisschen härter. So, da haben wir eigentlich alle Komponenten fertig. Da können wir loslegen mit Nudeln. Dann würde ich sagen, tun wir mal was essen und du erzählst mir ein bisschen, wie du generell auf die Idee gekommen bist, so ein veganes, vegetarisches Restaurant zu machen. Ja, natürlich, Lukas, das tun wir auf alle Fälle. Lass dir mal das schmecken. Also für mich war grundlegend
geht das jetzt eigentlich schon seit 25 Jahren. Ich tätig bin in der Gastronomie. Vor 10 Jahren war der Grundgedanke da, dass wir einen Verein gegründet haben im Zillertal. Der heißt dann, so wie das Restaurant jetzt gut ist. Da haben wir alte Gemüsesorten angebaut, auf Weimarkultur, und haben die fürs Tal vermarktet, mehr oder weniger, dass wir es verkauft haben für Otto Normalverbraucher. Das Ganze wurde natürlich nicht so angenommen, wie wir es uns vorgestellt hätten, weil das war damals noch nicht ganz reif, die ganze Geschichte. Mhm. Dementsprechend war 2017 auf der das Umdenken für mich da, dass das Ganze zu einem Restaurant moduliert wird. Also sprich, dass ich mein eigenes Restaurant dazu mache. Mhm. Und so hat es sich ergeben, dass wir halt wirklich dann gesagt haben, ich will jetzt das Ganze beschränken auf vegetarisch vegan. Mhm. Weil für mich das einfach vorrangig das Ehrlichste ist, was ich machen kann, weil ich ein Produkt habe, was ich mir selber mache und was ich da auf den Teller dann bringen kann. Und das glaube ich, können die wenigsten sagen, wenn sie sagen, ja, sie haben Fleisch und Fische auf die Teller, auf die Karten, dass sie es selber gemacht haben, sowieso nicht. Und geschweige denn, dass sie es auch wirklich auch überall von der Region haben. Aber so kann ich zumindest wirklich sagen, ich traue mir zu sagen, zu 70% bewirtschaftet das nur aus meinen eigenen, oder 80% teilweise, es kommt darauf an, wie der Sommer ist, aus meinem eigenen Gemüse. Den Rest muss ich natürlich zukaufen. Ich versuche es in der gleichwertigen Qualität, also Permakultur aus Südtirol zuzukaufen, damit das Ganze auch authentisch bleibt und ist. Und man sieht ja auch dort zum Beispiel, du machst ja auch, glaube ich, generell die Säfte und so weiter selber. Natürlich. Ich habe das letzte Mal den schon probiert, das ist ja Urlo-Saft, der ist ja richtig lecker. Also das ist ja nicht nur beim Essen, sondern das geht schon weiter, das Ganze. Also natürlich, das ganze Konzept ist für mich wichtig, dass es vorhanden bis vorhin durchdacht ist, bei uns so gut wie möglich alle Produkte ohne Plastik irgendwie in Verwendung, also sprich, ich versuche schon einiges zuzukaufen, was ich jetzt kriege, auf lose Sachen, aber natürlich muss man da schauen, ist schwierig, aber genau so sage ich jetzt einmal bei meinen Produkten, die was ich mache, da schaue ich schon, dass ich wirklich nichts in die Art, dass ich so nachhaltig wie möglich das Ganze da mache. Also sprich, wir gehen im Wald und sammeln die Sachen und verarbeiten das Ganze aus dem Wald. Also besser als Kuss gar nicht passieren für den Endkonsument, weil er dann wirklich weiß, er kriegt etwas, was da gewachsen ist und nicht was Gott woher. Meine Sachen sind. Und natürlich, Getränke kann man sich in alle Varianten machen selbst. Man muss sich halt die Arbeit tun. Mhm. Und für mich ist das auch ein wichtiger Punkt, dass das, weil man gut isst, sollte man auch gut trinken. Mhm. Und dementsprechend machen wir halt die Getränke auch selber dazu. Das ist richtig cool. Also muss ich echt sagen, ist ein sehr cooler Gedanken und es ist schade, dass halt viele Leute nicht so weit denken. Und das ist auch mein Ziel mit dem Kanal, was ich da betreibe, dass wirklich die Leute einmal sagen, hey, es geht auch anders. Und ich weiß, aber sehen, Lukas, das wird immer mehr und mehr werden. Mhm. Und hoffentlich wird es immer mehr und mehr, dass die Leute weiterdenken und so. Es wäre möglich, dass man das so gestaltet. Mhm. Es wäre möglich, dass ich zum Bauern gehe und mir vom Bauern Produkte hole oder Produkte beziehe und nicht gleich in den Supermarkt springe und das kommt von weiß Gott woher. So, dann sage ich danke. Ja, bitte. Und viel Erfolg noch. Dankeschön. Und einen schönen Tag. Ciao. Jedenfalls, mach's gut. Ciao. Wie man sehen konnte, kann man also auch vegan was sehr Leckeres kochen. Das war's dann für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben, aktiviert die Glocke. Hiermit bin ich raus. Ciao.